Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2, bla 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 bla. Ja, also, ja, ich bin gerade einfach so gerade aufgestanden. Dachte mir, naja, komm, hab gerade richtig Lust auf eine Aufnahme. Und bin ehrlich gesagt einfach ein bisschen planlos angegangen. So, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden. Ich weiß gar nicht, ob wir mittlerweile schon Silvester haben. Ich habe so viel vorproduziert. Ich habe einfach nur so viel Lust, momentan aufzunehmen. Und ja. So, ich weiß auf jeden Fall, dass ich. Ich habe auf jeden Fall gesehen. Der Creeper macht mir Angst. Mach ich weg. Eine Aufnahmesession, die ich gemacht habe, wo wir das Amazes-Team angefangen hatten. Oder ich, oder wir, oder wie auch immer. Die ist verloren gegangen. Haben mich echt geärgert. Fand ich auch echt was auf gut Deutsch scheiße. Aber naja, kann man halt nichts machen. So, ich habe auf jeden Fall mir, glaube ich, jetzt schon ein paar Gedanken gemacht, wenn ich hier Schwachsinn geplaudert habe. Oder auch ein bisschen Informatives. Was wir denn heute alles machen wollen. Und ja. Also zuerst einmal, ich habe hier die Kisten ein bisschen umsortiert. Hier ist jetzt alles, was nicht barrenartig ist, sage ich mal, und hier sind jetzt die ganzen Barren drin. Halt, damit wir das ein bisschen besser auseinanderhalten können. Und ich habe mir überlegt, wir könnten ja heute mal anfangen mit der ordentlichen Verkabelung da unten. Also, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein ME Storage Bus. Da. Dafür brauchen wir ein ME Cable, ein ME Interface und drei Iron. Und wir brauchen eine Conversion Matrix. Sollte schaffbar sein. Gut, da brauchen wir ein Gold. Wir brauchen auf jeden Fall ein Certus Quartz, ein Nether Quartz. Die Kabel haben wir, glaube ich, noch ein bisschen über gehabt. Ja, 11 Stück. Da müssen wir auf jeden Fall Neues machen. Silikon habe ich noch im Inventar. Und ich nehme mal jetzt so ein Stägelchen Rutschstein raus. Ach. Das Quartz Cutting Knife brauchen wir ja auch noch. Boah. Ach, das habe ich schon total übersehen. Gut, machen wir das einmal so. Machen wir schon mal den Billigprozessor. Den können wir nochmal schnell backen lassen. Warte, ich jetzt auch mal schnell machen währenddessen, weil wir ja noch Glas brauchen werden. Wo ich mir mal hier so ein Stack raus, nicht 4 Stacks. Okay, das geht nach rechts ab. Sehr schön. Der ist fertig. Der kommt auch von links. Ja, bekommt er. Ha, wundervoll mit 60 FPS aufnehmen. Das tut so gut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay, ME ist Storage. Ah ja, wir brauchen ja noch Fluix Dust. Das ist Nether Quartz. Das Quartz Dust. Mein Inventar ist auch ein bisschen voll, ne? Aber nur so ein kleines bisschen. So, so. Prozessor haben wir da. Und jetzt brauchen wir noch Eisen. Dann nehme ich einfach mal hier die 13. Und wir haben schon mal die Conversion Matrix. Und jetzt war das meistens auch so. Schneide mir, glaube ich, gerade ins eigene Fleisch. Ich glaube, das ist nämlich jetzt falsch. Aber auch gerade keinen Bock mehr nachzuschauen. Und es ist richtig. Okay, Wahnsinn. Bin ja echt von mir selbst gerade überrascht. Und wir haben einen ME-Storage-Bus. Der Storage-Bus. Ich hatte vor, den Storage-Bus einfach hier hinten dran zu klatschen. So. Jetzt müssen wir natürlich nur noch rauskommen. Was macht der ME Storage Bus? Wenn man mal so reinschaut. Okay. Also, ich bin ehrlich, davon habe ich hier grundlegend so keine Ahnung. Auf jeden Fall. So an sich macht der Storage Bus gerade nix. Der muss erst noch eine Verbindung aufbauen. Aber ich würde gerne erstmal hier soweit alles fertig haben. Und auch irgendwie mit dem Inventar, glaube ich, doch nochmal dann rüppeln, weil. Ja, ne.
Ich weiß, das ist eine Katastrophe. Ich habe das Inventar. Tut mir leid. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Aber Inksex habe ich auch noch. Eimer. Ich frage jetzt mal nicht, wieso ich das gerade mitnehmen konnte. Komm, ich wüsste, wie wir wieder einen Inventarplatz bekommen. Die bringen uns momentan wirklich wenig mit dem Equipment, wie wir hier haben. Ja, das ist jetzt nicht das Beste, aber wenigstens schon mal etwas. So, ein bisschen Glas hätten wir wieder. Ich nehme jetzt das ganze Zertus und Netherquartz, das mache jetzt mal eine ordentliche Ladung ME-Kabel. Naja, ordentlich ist relativ. Ich habe auch letztens einmal, vielleicht wissen das ja einige, ich hatte ja damals meinen Kanal gefühlt. Habe ich halt so richtig sanft angepackt, gestreichelt und so fühlt man heutzutage einen Kanal. Und ja, ich glaube, ich halte mal lieber den Mund. So. Das ME-Kabel verlegen wir jetzt hier erstmal. Auf jeden Fall, ich hatte damals schon mal einen Kanal geführt. Und hatte auch mal richtig nochmal einen Kanal gehabt mit ein paar Kumpels. Das war aber schon quasi, ich bin ehrlich, zum Scheitern verurteilt. Komm, der Quest, der wird nicht mehr gebraucht. Wo hatte ich jetzt hier die Okay, das war da. Ich finde das ja schon noch irgendwie schade, hier das Ganze jetzt abzubauen. Axt habe ich natürlich nicht dabei. Ich glaube, die habe ich sogar eben weggepackt. So, dann wäre es in Emmet Drive. So, wir machen jetzt eine Kabelverbindung nach hier. Ja, das reicht sogar. Und das ist verbunden. Jawohl. So, da wir jetzt den Storage Bus mit dem ME-System verbunden haben, können wir jetzt hier ins ME-System reinschauen und wow, wir haben Saplings. Ja, das wird jetzt ja alles angezeigt. So. Na, den nehmen wir uns noch mit. Dann können wir währenddessen noch mal ein bisschen Netherquartz pulverisen. Pulverizen. Ach, der kommt noch. Oh. Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal die Energieverhältnisse hier auffrischen. Ich weiß auch jetzt langsam mal, habe ich eine Idee bekommen, wie wir die Energie, sag ich mal, unten mit den. Also meine Wortwahl ist heute wieder perfekt, das ist ja glaube ich wieder bekannt. Gott, ich liebe es, wenn ich aufnehme. Ja, ich hab's jeden Moment. Och, das darf doch nicht wahr sein. Meine Güte, bin ich heute verpeilt. Also wie gesagt, es ist heute gerade für mich kurz am Aufstehen. Aber ich glaube, das hat man schon mittlerweile gemerkt. Aber na gut. Ich wollte die Energieverhältnisse aufrichten, indem ich mal einen neuen Sammelchen. Und einen weiteren Atomreaktor aufbaue. Meine Güte, jetzt habe ich es. So, jetzt fängt aber auch für mich der Teil an, wo ich bestimmt ein bisschen Probleme haben werde. Und zwar werde ich noch einen Bus brauchen, oder 5 sogar. Wie
Jetzt bin ich mir aber gerade nicht sicher. Das müsste der Precision Export Bus sein. Okay, ich sehe schon, wir brauchen mal so ein paar weitere. Wieso habe ich hier Gold reingetan? Von den Bussen. Von den Prozessoren. Aber naja. Heute ist halt eine Crafting-Folge. Ich werde hier aber auch heute die Crafting-Parts nicht so allzu lange machen. Okay. Wie ich immer nachschaue, ob irgendwo was drin ist. Was ich aber nochmal währenddessen mache, nochmal ein neues Ruhigst-Dust. Mache ich nochmal so eine kleine Ladung. Den jetzt können wir uns auch natürlich alles hier rausnehmen und wieder da reinpacken. Bloß ich glaube, ja, das wird jetzt alles da unten landen, was wir da reinpacken. Da haben wir es auch. Das ist jetzt momentan der einzigste Nachteil. Ich habe schon keinen Bock, wenn ich das jetzt gleich aufmachen will, muss. Aber na gut, da haben wir jetzt gerade ein bisschen genug herumgetrödelt. Pack den Holzbock da und die Grobel weg. So, die Prozessoren haben wir. Was? Pistons brauchen wir auch noch. Also Eisen haben wir, glaube ich, auch bis zum Lebensende genug. Okay, Bus, dritter Versuch. Ach. Ich bin ein Vollprofi, wie es hoch steht. Was fehlt denn jetzt? Wir haben. Ach, die beiden Quarzsorten. Und ein weiterer Versuch. Irgendwann schaffen wir es noch. Weißt du was? Wenn du nicht willst, dann mache ich mit dem. Auch das. Merke nicht, Shift klicken, um es rauszuholen. Hab's ja schon verstanden. Danke. 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 Nee. Wir haben die auf jeden Fall, lassen die Anlage hier noch ein bisschen voll laufen, weil ich würde mal schauen, dass ich die ganzen Maschinen hier unten reinlager. Sie ist fertig. Dann kaufe ich den nicht ab. Das kaufe ich dir so etwas von nicht ab, der Query. Ach. Nee, das kommt einfach nur momentan ultimativ langsam an. Das ist das Problem. Ja, der fehlt auch natürlich auch durch eine Energieversorgung momentan. Ist klar. Aber na gut. So. Wir brauchen jetzt noch das ME-Interface.
Conversion Matrix. Schiene 2. Wie sieht das mit dem Glas aus? So, und ich bin natürlich blöd, ich habe dazugelernt. Sollte man meinen. Haben wir noch Pistons? Haben wir sogar. Da habe ich auch echt mal vorausschauend gearbeitet. Mehr oder weniger. Okay, Pisten, Irone, Interface, Kabel. Mehr Irone. Mehr Ironie, bitte. So, jetzt haben wir vier Basic Export Busse. Wir brauchen aber die Precision. Das heißt, nochmal vier lustige Prozessoren backen. Eins, zwei, drei, vier. Na, boah. Ja, egal, mach ich's gleich. Ey, du hast da Silikon in den Maschinen. So, Silikon geh ich jetzt abholen. Warum muss mir immer sowas passieren? Aber naja, ich muss ja mal die Löcher stopfen. So, Cyanid kann weg. Mittlerweile sollten auch die Prozessoren fertig sein, jawohl. Nehmen wir die Basic Export Busse und wir haben vier Precision Export Busse. Boah, ich habe gerade mal so ganz kurz rausgeblinzt und einfach nur den Schneefall genossen. Ach, wir haben hier 5 nicht. Machen wir erstmal 4. Ach, das Kabel muss von hier kommen. Gut, dann muss ich jetzt noch 4 Import-Busse machen. Da reichen aber eigentlich die Basic. Warum tut ihr mir das an? Warum? Aber na gut, wir können ja die schon mal konfigurieren. Und zwar sollt ihr das exportieren, stackweise. Nein, keine Produkte. Habe ich jetzt. Ja, hier habe ich es vergessen. Und hier habe ich dran gedacht. Sehr schön. Muss ich mal ganz kurz ein bisschen büsteln. Holz kommen wir dabei auch einiges an. Da können wir eigentlich auch nochmal mit der. Wenn wir einen Barrel eigentlich einmal übrig lassen würden. Ich glaube, das wird bis zum Ende aller Jahrtausende reichen. Fällt mir auch noch nicht so richtig. Ich will hier echt schauen, dass ich so alles so perfekt wie möglich hinkriege. Wenn ich dann die Map irgendwann später mal für euch zum Download freigebe. Und ja, das wird passieren. 4 Basic Import Busse machen wir dann doch noch in der nächsten Folge anscheinend. Die Folge ist nämlich schon wieder herum, vorbei. Naja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, ihr kennt das, bla bla, einfach unten hineinklatschen. Macht ruhig, ich kümmere mich nicht. Nee, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt. Okay, jetzt bin ich echt krass fasziniert von diesem Schneefall. Wahnsinn. Auf jeden Fall.
Schreibt in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar, das wisst ihr hoffentlich. Freue mich auch über jeden Kommentar, über jeden Daumen hoch auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tag World 2. Bis dahin, tschüss.